So, hallo. Ich möchte heute etwas zeigen, was ich gemacht habe, und zwar eine Wickelhilfe für den Ad hoc. So, es geht jetzt um dieses Teil. Das ist das erste Teil der Wickelhilfe. Hier zwei Magneten. Und dazu gehören dann noch zwei davon. So, das kennt man ja schon so in etwa. Einfach hier ist 3 mm, um die Wicklung drum zu wickeln und hier, um es erstmal festzuhalten. Wie man jetzt vielleicht sehen kann, ist dieser Pin nicht mittig hier eingelassen und das hat auch seinen Grund. Den zeige ich jetzt mal direkt. Und zwar geht es wie folgt: Wickelhilfe. So, wie man sieht, die schnappen hier ein durch die Magneten. So, dadurch, dass diese hier nicht mittig eingelassen sind, kann ich hier den Abstand zur Mitte variieren. Jetzt ist es sehr nah dran. Jetzt nehme ich den hier etwas, drehe den mal, dann ist er schon weiter weg. Auf der Seite natürlich auch noch. So. Demzufolge kann man aber auch noch, da ich hier zwei Seiten habe, einmal mit einer 0 und einmal mit einer 1 versehen, den Wickelabstand noch etwas erhöhen. Wenn ich jetzt die andere Seite nehme und dann noch einmal die weiteste Entfernung einstelle, ist das noch weiter weg. So, jetzt sieht man das erstmal alles sehr trocken. Wie sieht das nun auf dem Ad-hoc aus? Dazu bräuchte ich jetzt erstmal den Ad-hoc. So, den mache ich einmal auf. Upsa. Und hoffe, dass meine Kamera wieder scharf gestellt wird. Na, kriegt sie es noch hin? Ja. Ich glaube, ich werde einfach mal den Autofokus hier ausstellen und werde das per Hand scharf stellen. So, das Ganze sieht jetzt wie folgendermaßen aus: Die Wickelhilfe wird auf den Ad-hoc aufgesetzt. Das ist etwas schwer jetzt, während ich in die Kamera gucke und es gleichzeitig mache. So. So sieht das dann aus. Erstmal drücke ich die ganz nach unten. So. Jetzt kann ich mal noch einmal die beiden Teile nehmen. Einmal dort eingeschnappt. Und hier den gleichen Abstand einmal dort eingeschnappt. So sieht man schon, wo dann die Wicklungen liegen. Okay, nun gehen wir mal dazu über, dass wir erstmal die Wicklung herstellen. In meinem Fall nehme ich jetzt mal Klepten, Draht. So, das ist ja gut, okay, das kennt man ja schon. Da ist ja nichts Besonderes dabei. Zweite. Dritte. Zusammenschieben. Vierte. Nochmal zusammenschieben. Fünfte. Habe ich mich jetzt nicht verzählt. Eins, zwei, 3, 4, 5. Gut. Das weiß ich noch von vorher. Das ergibt dann insgesamt, wenn ich das doppelt habe, die von mir gewünschte Zielohmzahl. So, jetzt muss ich mir schnell den Seitenschneider besorgen. So. Das wäre erstmal Nummer 1. Nummer 2, das gleiche noch einmal. Erstes.
Zweite. Das ist schon die dritte, ist dritte. Vierte Umdrehung. Zusammenschieben hier. Und die fünfte Umdrehung. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal nachlesen. Ja, so. Das sind meine beiden Wicklungen. Den Draht mal etwas kürzen. Ich werde die jetzt nicht zu einer Microcoil verarbeiten, sondern ich lasse da ruhig noch etwas Luft drin. So. Nun geht es ans Installieren der Wicklung. Ich werde jetzt einfach mal die einer Seite nehmen, also die, die von vornherein schon einen etwas größeren Abstand gibt. So, einen Moment. So, okay. Also, setze ich mal Abstand hier ein bisschen höher setzen. Die Schrauben aufgedreht, die Schrauben sind aufgedreht. Also versuche ich dies da einzufädeln. Das will mir jetzt nicht direkt gelingen. Na komm. Na also. Noch ein wenig, noch ein wenig, noch ein wenig. Ziehen wir diese rein. Ich sehe aber jetzt schon, dass das viel zu groß der Abstand ist. Aber dadurch kann ich das ja hier bewegen und etwas drücken. So. Das sieht dann so aus. Das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Ein bisschen Platz schaffen, damit ich auf der anderen Seite auch mit dem Draht irgendwo reinkomme. Ja, das mit der Clapton Curl natürlich nicht ganz so einfach. Da bin ich jetzt drin. Das müsste ich jetzt noch auf der anderen Seite auch noch so gut schaffen, dann wird es wunderbar. Vorführeffekt Nummer 1 funktioniert natürlich nicht so schön, wie ich mir gehofft habe. Noch einmal da der Draht rein. Und da der Draht rein. So, jetzt mache ich mal die Schrauben raus. Dann sehe ich nämlich von oben etwas mehr. Wo es sich denn da haken will. Ah ja, gut. Ich liebe es. Jetzt muss ich mir auch zum Testen den Draht aussuchen, der wirklich am schwierigsten zu verarbeiten ist, wenn es darum geht. Na gut. Aber so langsam fügt es sich ja. So, das wäre jetzt drin. Auch hier stelle ich jetzt den gleichen Abstand an und drücke mir das Ganze mal etwas ran an die ganze Geschichte. So. Das Ganze sieht nun so aus. Wie ich sehe, jetzt teste ich nochmal, dass der Abstand bei beiden gleich ist. Habe ich noch nicht so eingestellt. So ist es aber richtig. So.
Gefällt mir das jetzt erstmal? Ehrlich gesagt finde ich das immer noch sehr weit weg. Die Captain Coil ist ja ziemlich dick. Also stelle ich das noch mal ein bisschen näher ran. So, jetzt rücke ich mir die noch ein bisschen zurecht. Jetzt hat er mir wieder hier den da nicht so richtig reingedrückt, wie ich ihn wollte. Das hat so keinen Sinn. Machen wir noch etwas kürzer hier. Nun aber bitte. So. So, noch mal gucken. Hier, das ist nur der Draht, der auf der anderen Seite durchguckt, aber so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Der Abstand gefällt mir auch ganz gut. Zumindest von der einen Wicklung, von der anderen Wicklung noch nicht. Das heißt, ich drehe noch mal ein wenig hier dran. Und drücke noch mal. So. Ja, so gefällt mir das recht gut. Als nächstes nehme ich dann die Schrauben wieder und schraube sie schon mal ein wenig leicht an, noch nicht festschrauben. So, bevor ich nun festschraube, kann ich dann an den beiden Seiten schön festdrücken. Somit ist sichergestellt, dass die Wicklung auch dort bleiben, wo sie bleiben soll, wo sie jetzt sind und wo ich sie haben möchte. So. Richtig schön fest andrücken. So, so sieht das Ganze aus. Ich kann die jetzt noch etwas schieben. Der Abstand ist mir noch ein bisschen groß zwischen den Wicklungen, ein bisschen kleiner. So. Und so. Berührt der das dort oder berührt er das nicht? Das berührt er nicht, aber so ist mir das sicherer. So, so sieht das Ganze dann aus. Wenn die Wicklung dann fertig ist, brauche ich eigentlich nichts anderes zu tun, als die Stifte nach hinten rauszuziehen. Und ich kann die Wickelhilfe wieder abnehmen. Und da ist meine Wicklung. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich den Draht hier wieder gekürzt kriege. Eins. Zwei. Auf der Seite brauche ich nicht zu kürzen, da habe ich es schon von vornherein so kurz gehalten. Drei. So, wollen wir mal gucken, ob mir das Ganze jetzt um die Ohren fliegt oder ob das funktioniert. Ja.
Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, wunderbar. Das war das mit dieser Wickelhilfe. Mit Watte durchziehen und so, das mache ich jetzt nicht unbedingt, weil das ist klar, das dürfte jedem klar sein, wie es geht und wie es funktioniert. Aber darum geht es halt nochmal um die Wickelhilfe. Wie gesagt, drei Teile. Diese beiden sind jetzt mit 3 mm. Sie werden auch mit 3,5 mm möglich sein oder mit 2,5 mm. Kleiner macht wohl keinen Sinn und größer auch nicht wirklich. Also dementsprechend dürfte das dann so sein. Also, die Besonderheiten, ganz klar, ich kann einerseits die Entfernung der Wicklung zum Mittelpol hier einstellen. Andererseits kann ich dafür sorgen, dass sie schön parallel sind. Das Ganze ist vollkommen auf den Ad-hoc gemünzt, dass auch diese Wickelhilfe hier oben mit den Aussparungen wunderbar draufpasst und somit alles exakt gleich ist. Die Höhe der Wicklung kann ich auch noch einstellen. Die sind eigentlich soweit okay geworden, würde ich sagen. Ich gucke mal so. Kann ich auch noch dadurch eben regulieren, indem ich die Wickelhilfe entweder bis ganz nach unten drücke oder etwas hochziehe. So, das war es auch schon, was ich zeigen wollte. Und ja, viel Spaß.